Herzlich Leute, willkommen zum nächsten verbalen Orgasmus. Genau, ja. Wir befinden uns in der Urlaubsaufnahme. Also diese nehmen wir direkt nach dem letzten, von letzter Woche auf. Also ist quasi eine Fortsetzung. Nein, das nicht, das ist schon ganz separat. Ja, ihr seht, the same outfit. Ja, the same outfit. Es ist für uns jetzt gerade 20 Minuten nach dem, was für euch 7 Tage zurück ist. Aber okay, beginnen wir mit dem Thema der Woche und zwar Burger. Ich finde Burger persönlich urlecker. Egal, ob sie vom McDonald's oder vom Burger King stammen. Ja. Sonst gibt es, glaube ich, keine großen Burgerketten, oder? Nein, aber viel bessere Burger-Buden. Ja, das stimmt. Zum Beispiel der McFly's, wobei, den kennt wahrscheinlich fast keiner, weil das gibt es einen Standort in Österreich und sonst nirgendwo auf der Welt. Aber dort gibt es sehr gute Burger und es gibt sicher auch andere Burgerhäuschen oder so. Bei uns in Wien im ersten Bezirk, also quasi in der Innenstadt, alles Fuzo. Da gibt es ein paar sehr gute Lokale, wo es sehr gute Burger und solche Sachen gibt, also die alle mitsamt besser sind als Mac und Co. Muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil Mac gerade zum Beispiel diese, die immer nur, die alle zwei Wochen wechseln, ja. Diese Burger, die sind... Die sogenannten Sonderburger, die sie rausschmeißen, bevor es schlecht werden. Ne? Nein. Die sind schon richtig die gut. Also guten, knackigen Pommes frites, die was schmecken wie Tintenfischringe und die Grautpurm. Nein, also ich mag die Pommes. Ich mag so gut wie alles, was aus den Küchen vom Mäcki kommt und vom Burger King. Ausgenommen sind Salat und Desserts. Die beiden Sachen sind grauenvoll. Keine Desserts. Kiloweise hat das gefressen. Nicht vom Mac. Wir haben immer woanders die Desserts geholt. Nicht vom Mac. Kaffee. Das ist Kaffee ist kein Dessert. Das ist beim Frühstück. Das ist beim Frühstück. Die Sahne dort necken. Das ist McCafee, das ist nicht McDonald's. Das gehört zusammen. Das ist so wie Merkur und Spargel auch zusammen, ist aber eine andere Baustelle. Oder Merkur und Zielpunkt oder Bild. Habt ihr diesen Typen schon einmal so emotional gesehen? Nein. Burger! Burger. Ach, auf alle Fälle, man sieht ja, ne? Schlank und rank sind wir beide, also wir essen beide sehr gerne Burger. Das, was man nicht so sehr gerne essen sollte. Burger! Obwohl, in letzter Zeit, also sagen wir, im letzten halben, dreiviertel Jahr, ich weiß nicht, oft war man nicht, gell? Burger! Ja, jetzt hat er schon Entzugserscheinungen. Der wird munter wie der SpongeBob in der Nacht. Und alles ist Burger. Wenn du in der Nächste ist, dann weißt du das. Da fällt da ein Schörterl irgendwo. Und der sagt, da ist ja kein Käse dabei. Speckburger. Genau. Also Burger. So, ja. Wir wissen beide, man sollte es nicht das Beste, aber es schmeckt gut. Das und kann man wirklich nicht und wieder. So einmal im Monat sowas kann man eigentlich nicht vorlesen. Lieber Burger King, oder? Nein, mir ist lieber McFly's oder so irgendwie. Ja. Die sind ganz einfach, erstens sind sie wirklich ganz frisch gemacht, also nichts gefroren und sondern wirklich frisch gemacht. Und die Nachteile von McFly's, du wartest eine halbe Ewigkeit im Vergleich zu den großen Burgerbuden wie McDonald's und so. Wie es halt beim frischen Essen ist, ne? Scheiße, frisches Essen, es muss schnell gehen und viel sein. Und lecker, das ist das Wichtigste. Und der andere Nachteil ist, es ist schweineteuer. Du zahlst für einen Burger 6 Euro, der beim Mäcki 2,5 Euro kosten würde. Nein, das sind solche Burger. Ja, das ist so wie ein
Das so wäre ein großer Big Mac. Also frische Pommes oder Wedges mit Soßen. Ja gut, es ist auch köstlich, ja. Da könnt das nur die Wedges mit der Soße nicht erreichen. Nein, mir nicht. Von den Kalorien sowieso. Mir nicht. Nein, da haben die so gute Sachen, die viel besser schmecken. Ja, stimmt, dieses Plater, diese speziellen. Fun-Food-Plater gibt's da. Da sind Mozzarella-Sticks, Wedges, Hühnerflügen, Hühnersticks. Ja. Da ist eine gebratene Kartoffel mit Speck und Käse. Habt ihr schon mal eine gebratene Kartoffel mit Speck und Käse gegessen? Sicher, die sind ja nicht so. Die Leute da draußen sind ja nicht so. Ihr habt das sicher Kartoffel schon. Mit Speck und Käse. Wir wollen nicht davon reden, wo der Käse ist. So, war es das jetzt schon mit dem Thema der Woche? Burger gibt es nichts zum Reden, schmeckt lecker, ist gut. Burger vor Präsident! Aber nicht übertreiben. Ja, stimmt. Also, einmal im Monat. Ja. Muss reichen, reicht auch Interesse. Wenn du so ordentlich zuschlagst, dann. Was weiß ich. Gut. Dann das nächste Thema und zwar, also nicht das nächste Thema, die Frage der Woche, genau. Und zwar. Wir haben natürlich jetzt die Frage von letzter Woche, weil die Woche, wo ihr seht, sind wir weg. Mac-Urlaub. Gut. Und zwar die Frage, die ich mir rausgesucht habe, war wie folgend. Was halten wir von Notfallseinrichtungen? Ergo, die berühmten Nummern 122, 133, 144, ergo Feuerwehr, Polizei und Rettung. Bei uns. Also wir können jetzt weder für Deutschland noch für Kleinstädte oder am Land von Österreich sprechen, wir können eigentlich nur für Wien sprechen, nein, aber. 1-4-1-2-3-1-4-4 ist überall in ganz Österreich. Ja, aber dieses Service außerhalb. Außerhalb dieser. Braucht man 10 Jahre, bis da die Rettung kommt, weil es mir schon längst verblutet. Stimmt nicht ganz. Ja, da kommen die Hubschrauber gut. Richtig. Das ist ganz was ich jetzt gehört habe, das dürfte neu sein. Also wenn man bei unserem Notarzt am Land ruft, der kommt nicht mehr mit, wahrscheinlich kommt es darauf an, wo der Standort ist, sondern der kommt dann mit dem Schraubhuber. Hubschrauber, ja. Unser Flying Doctors. Flying Huntsman. No. Auf alle Fälle, ja, was halten wir von diesen Nummern? Also prinzipiell würde ich dann mal sagen, arbeiten wir uns von oben über die Mitte nach unten durch. Und zwar erstens, wir beginnen natürlich im oben Alphabet. Oben bei 144? Nein, 1-2-2. Achso, ich glaube, das ist die unterste Nummer. Nein, das ist die oberste. Außerdem also beginnt es ja A, B, C, D, E, F, F, F. Wie 1, Feuerwehr. 1-2-2 ist Feuerwehr. Sag ich ja. Und zwar als Feuerwehr. Ja. Also irgendwie war mir die Feuerwehr schon als Kleinkind suspekt. Da rutschen Männer im Latex an Stangen, wie in einem Stripclub. Der Verein ist also ganzer pervers. Und dann spritzen sie auch noch mit irgendwelchen langen Schläuchen. Ich meine, was kann man dazu noch mehr sagen? Das ist der Urperversen-Verein. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich glaube, ich werde die Nummer mal anrufen müssen. Gut. Ja, das ist echt. Ist eine Meinung, die vertretbar ist, oder? Oder nicht. So, wir kommen gleich zum nächsten Thema, wo wir nicht so reden dürfen. Sonst. Das sind die Götter der Welt. Die Polen. Polizei. Genau. Ja, prinzipiell. Naja. Fesche Uniform. John Wayne Gun. Mhm. Immer eine Waffe im Holster. Ja. Wie sie denn? Am Rücken. Mhm. In der Ohrstaschen. Quasi.
Da reden wir nicht viel drüber. Ja, genau. Ist so. Ja, ist halt so. Ist ein unvermeidbares Übel. Ja, ist. Ja. Mehr ist es eigentlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten. Und zwar zur Rettung. Die Leben retten. Warum komme ich jetzt ständig ans Mikrofon? Die Leben retten kann und ja, ist eigentlich eine super Organisation. Ja, fällt dir noch was dazu ein? Tolle Burschen. Kriegen einen Nasenrammel quasi. Sind, glaube ich, 80-90% Freiwillige. Was soll ich dazu sagen? Die Burschen gehören an die Spitze. Das ist die Top-Organisation. Und das auf der ganzen Welt. Das muss man sich ja vor die Augen führen. Ne? Nein, Amiland vielleicht nicht. Egal. Wenn, ja, die haben es ein bisschen anders strukturiert, aber im Prinzip sind das die Lebensretter. Fazit der ganzen Nummerei ist natürlich eines. Meiner Meinung nach, das sind alle Burschen und Mädels, die dort arbeiten, sind top, weil mit was die alles zu tun haben. Und die Ausbildung. Die Ausbildung. Ich hatte einen guten Freund bei der Feuerwehr, den habe ich leider keinen Kontakt mehr. Nein, nicht mit Latex und Stange. Aber ich muss sagen, ein ganz lieber Bursch und toll. Toll. Nein, der war bei der Feuerwehr. Fazit von allen Nummern. Er hört schon wieder nicht zu. Ich dachte, es geht immer noch um die Rettung. Ja, er denkt. Sagt das ja, kann schon nicht werden. Kann schon nicht mehr werden. Auf alle Fälle alle. Alle Nummern, die wir da aufgelistet haben und alle Organisationen, Burschen. Daumen hoch. Top, top, top. Was man da immer so in die Foren hört, über Polizei, dass die Übergriffe ja, gut, und so. Man muss immer zwei Seiten sehen. Wir haben selber. Man kann sie ordnen nach, ich will jetzt nicht sagen nach Beliebtheit, aber nach Gütegrad der Arbeit kommt unten die Polizei, dann die Feuerwehr und oben die Rettung, würde ich vorschlagen. Ja, das ist deine Meinung jetzt. Meine Meinung ist, dass das Gesamtpaket sehe ich und das sind alle top, weil ich möchte kein Bulle sein. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich mich mit den Ochsenfahnen und Spritzen und Junkies und Verrückten jeden Tag abgeben müsste. Das muss ich jeden Tag, schaut's ihn an. Und ich bin auch kein Bulle. Oh ja. Er ist bei einem Bulle typisch. Auf alle Fälle top. Feuerwehr, top. Wo die Burschen reingingen, das muss da mal überwinden. Rettung sowieso. Ich habe genug Bekannte in meiner Arbeit, die bei der Freiwilligen Feuerwehr auch sind. Und die arbeiten immer Hand in Hand mit Rettungen bei Unfällen, was die anschauen müssen und mitmachen und sehen und kriegen nichts dafür, quasi ist freiwillig, Burschen. Top. Kommt in meine Armee. I love you. So, bist doch schwul. Also, yes. Wenn ich das sagen, schwul ist, bin ich schwul. Also, ich würde sagen, wenn das pervers ist, dann bin ich pervers. Ja, das könnte man jetzt ewig weiterspielen. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir bedanken uns fürs nicht egal, weil die sind top. Wir bedanken uns fürs Zuhören und Zuschauen und Zuhören. Und sagen, bis zum nächsten Mal, beim nächsten Verbalen. Orgasmus. Ciao.